Jungs, heute gibt es was Besonderes hier. Und zwar, wir haben Moments Eusebio am Start, ja. Wir werden ein geiles SBB drehen und langer Zeit gefühlt war ja nicht hier auf meinem Kanal. Und zwar, das ist der Furkiabi. Was geht? Was geht ab, Leute? Ich bin auch wieder am Start. Ich freue mich hier mit Sick am Start zu sein und ja, bis gleich. What? Hey, was? Was? Ich war das denn, Digga? Also, das, Jungs. Bruder, war besser, dass ich nicht da war, sei ich ehrlich. Unter anderem, Jungs und Mädels, danke für eure Unterstützung im letzten Video. Ihr habt gut die Likes geschallert da, auch schön kommentiert. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch mal hier wieder kommentiert und liked. Schreibt gerne unter den Kommentaren, wie ist das Wetter so. Unter anderem, habt ihr schon mal mit Moments Eusebio gespielt oder mit anderen Moments-Karten? Schreibt es gerne unter den Kommentaren. Und der Furki hat Pelé 98. Lasst ein Like da, wie gesagt. Lasst ein Abo, checkt die Folge bei Furki aus. Unter anderem gibt es jetzt kurzen Werbung. Ja, gönnt euch auf jeden Fall. Dankeschön für eure Unterstützung. Jungs, wenn ihr günstige Spiele oder PSN-Karten haben wollt, dann checkt meinen Partner Eneba aus. Mit dem Code Serkanista kriegt ihr noch 3% Jungs und Mädels. Außerdem könnt ihr bei Eneba auch für andere Länder natürlich PSN-Karten holen, wie zum Beispiel Österreich, Frankreich, Holland und vieles mehr. Nicht nur Guthaben kriegt ihr bei Eneba, außerdem kriegt ihr natürlich auch Spiele sehr, sehr günstig, wie zum Beispiel GTA, Minecraft, Far Cry. Ja, mit dem Rabattcode Serkanista kriegt ihr auch da natürlich 3%. Checkt auf jeden Fall die Seite aus, Jungs, ja, hier findet ihr alles. Alle Spiele, auch natürlich auch für Xbox, Nintendo, Guthabenkarten natürlich auch für Nintendo und so weiter und so fort. Dankeschön, Bro, für deine Unterstützung. Ganz oben ist Eneba verlinkt, Jungs, ja, checkt auf jeden Fall aus, ja, damit unterstützt ihr mich. Dankeschön für alles, Kuss geht raus, wir machen weiter mit dem Video, let's go. Also, ich halte rein, let's go. Du hältst rein, okay. Also, mein rechter Mittelfeldspieler ist Messi, Team of the Year. Ja, da geht's direkt mal rein. Und linker Flügel, Neymar. Wer hätte gedacht? Was? Wer hätte das gedacht? Ich hab beide. Was? Laber nicht. Wallah, Messi und Neymar. Ehrenlos, oh mein Gott. Oha, ich kann schon das Spiel vergessen, einfach. Ich hab zwei Bronze auf den Flügel bei 433. Skandal. Ey, aber ich benutze noch nicht meinen Bronze-Keeper, damit du es weißt. Okay. Ganz komisch. Oh. Der war gut, Mann. Der war gut. Darf ich weitermachen? Ja, du darfst. Weißt du was? Was? Rechts habe ich Team of the Messi und links Flashback Neymar. Ich habe Quaresma und Ginola. Ich wollte Neymar, ne? Ich habe Quaresma und Ginola. Wie ehrenlos ist das bitte? Du hast die gleichen beiden Spiele wie ich und dann... Ey, was? Ey, das war krass gerade, Jungs. Geil, Alter. Wir machen weiter. Nächste Runde. So, Freunde. Drei Namen und ich werde eh keinen treffen, aber ich versuche trotzdem auch mein Glück. Also ich glaube wirklich, also ich glaube nicht, dass du die hast. Und zwar auf der linken Seite, kennst du den Messias? Okay. Ja, Junior Messias haben wir am Start. Dann in der Mitte auch nur super Spieler wirklich. Der Lucas Paqueta, mein Freund. Kennst du den? Warum lachst du? Erzähl weiter. Weil du das so krass betonst. Boah, super Spieler und so, dann kommt Lucas Paqueta. Und, der ist doch super, hä? In Real Life Geist ist krank. Und auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob du seine Spiele, Digga, seine Spiele damals, ne, war wirklich krass. ABDPD. Hör doch auf mit sowas. Er ist 64er. Ich hab Verratti, De Jong und Gündoğdu aufgeschrieben. Bruder, er ist 64er einfach, ich war nicht mal auf der Welt einfach. So, aber ich halte mal rein, jetzt wieder drei Stück. Ja, das wäre schon hart. Also rechter Verteidiger, ja. Rechter ZM ist bei mir Wijnaldum. Mittlerer ZM ist Frankie de Jong. Und linker ZM ist Coutinho, Wildcard. Schade, Mann. Lucas Paqueta, Abede Pele und Kaka. Oh, geil, Freunde. Geil. Ich darf mal meine Mittelfeldspieler behalten, Freunde. Aber ich habe eh schon verloren. Ich habe einfach zwei Bronze da vorne. Was soll das werden? Aber ich habe eine Frage an dich. Ja, erzähl. Wie geht's dir, Furki? Bruder, mir geht's Gott sei Dank gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, das war's. Okay, machen wir weiter. Bruder, nee, Spaß beiseite jetzt, wie es mir geht. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen ausführlicher, für die, die es juckt. Also, aktuell so ein bisschen schwierig, immer alles so über eine Decke zu kriegen, weil du hast ja gerade schon gesagt, ich bin immer viel unterwegs und so. Und mir fällt es ehrlich gesagt nicht so einfach, dann noch gleichzeitig zu streamen und noch Videos zu bringen. Letztes Jahr war das so ein bisschen einfacher, weil da habe ich schon einfach auf YouTube gestreamt und das war dann quasi als Video einfach gespeichert. Jetzt muss ich auf beiden Plattformen was machen, bisschen anstrengend, aber ja, und dann gibt's auch das Coins-Problem, was wir immer wieder haben, ne? Weil der Community hier alles abstoßt oder andere Leute. Also, ich möchte jetzt auf jeden Fall etwas snipen. Ja, egal ob rechts oder links, ist egal, Hauptsache ich snipe jetzt.
Okay. Ich mach mal, ich geh mal rein, ihr Freunde. Linker Verteidiger ist bei mir Roberto Carlos Prime Moments. Rechter Verteidiger ist Walker. Ich hab voll vergessen mit zweiter Icon, ne? Hakimi und Dest. Okay, dann mach ich mal voll weiter. Vergessen. Das war sehr gut. Sehr, sehr schlau von dir, ehrlich gesagt. Hältst du rein? Ja. Und zwar auf der linken Seite. Geisteskrank. Man of the Match, Perisic. Okay. Und rechts, den habe ich vorhin entdeckt. Das ist der Kabore. Krass, ich habe Traoré und Carlos aufgeschrieben. Also ich dachte, du gehst vielleicht auch mit einer Icon oder so. Aber dann kommt die Icon ja noch gleich. Das ist ganz okay. Hey, warte mal, wer weiß denn, dass ich ein Icon habe oder nicht? Hä? Ja, also guck mal, deine Reaktion war gerade ein bisschen sus. Also ich denke schon, dass da auf jeden Fall eine Icon kommt. Aber mal schauen. So, Freunde, dann machen wir weiter. Drei Namen, wir gehen in eine andere Liga, mal schauen. Denkst du, ich habe ein Icon? Ja. Das ist auf jeden Fall falsch. Und zwar, ich habe einmal den Blanc. Ja. Dann Varane. Und im Tor Areola. Boah, fast, Alter. Ferdinand, Smalling, Handanovic. Also vom Prinzip her wusste ich, was ja, du ungefähr machst, aber. Und ich glaube, ehrlich, ja. Ich habe entweder zwei oder drei am Start. Also ich habe nicht. Okay. Also ich habe einmal Van Dijk. Ich habe Ruben Dias. Und im Tor habe ich Dudek. Also, ehrlich gesagt, man muss Lotto spielen, aber es ist haram, das geht nicht. Weil ich habe alle drei. Laber nicht. Ruben, Van Dijk, Dudek. Wie kommst du auf Dudek? Hatte ich habe verstanden, Varan und Dings. Wie kommst du auf Dudek? Van Dijk, Ruben, Dudek. Ach du Scheiße, er hat fünf Spieler diskard, Leute, von 11. Also wie geht das? Oder? Und er hat sein Bronze-Torwart noch nicht gewählt. Ach du Scheiße. Richtig. Was? Stürmer, Bronze. Ich bin so ruiniert. Ach du meine Güte. Das war's. Ich brauche einen richtig großen Torwart. Hier, 1,86 Meter. Jungs, ich lade den Furkiball jetzt ein. Hey, let's go. Okay, let's go. Nein, bitte. Oh mein Gott, nein. Ja. Was passiert hier? Komm, du. Was? Ich hab gesagt, Roberto Carlos auszunutzen, Bruder. Krass. Warte mal kurz. Was passiert hier? Hä? Du bist einfach ehrenlos gemacht. Bitte. Abseits. Nein. Bruder. Aber 2-1, 2-1, weiter. Mit der Nummer 4, Messi. Unglaublich. Neymar, was ist das denn? Nein. Was? Skandal. Jawohl. Jawohl, der ist drin, Digga. Let's go. Internet ein bisschen broke, aber egal. 2-2, let's go. Ja. Hol dein Torwart raus. Was? Geil. Was? Digga, was? Das ist sehr gefährlich, was du da machst, ne? Bruder, du wurdest so ehrenlos gemacht. Oh mein Gott, wurdest du ehrenlos. Oh, ja, komm, weiter. Komm, du! Ey, es kann doch nicht sein, dass die alle ankommen, Bro. Es geht doch nicht. Das ist doch krass. Das ist echt krass. Das war's. Bruder, das und krass, das war's. Das nein, Bruder, das ist krass, ehrlich gesagt. Ich akzeptiere das nicht. Wir machen von vorne alles. Alles egal, ich habe eh gewonnen. Kannst gerne ein Tor noch schießen.
Ja, toll. Das ist doch krass, Bruder. Ey, das ist echt krass. Ich mein's ernst. Das ist gerade ein Spiel, Bruder. Ich mein's ernst. Ich hab einfach sinnlos verloren. Geil. So, Freunde, Sekwa hat umgestellt. 4, weißt du, was mein. Weißt du, 4-3-3. Weißt du, ja. Mein Team kostet 9 Millionen. Ja, das ist geil, das ist geil. Wer ist dein teuerster Spieler? Euse. Ja, dann verabschiede dich schon mal von dem. Wir nehmen 2 Picks. 4-3-3. Da kann ich schon mal keine Zweier. Also, okay, ich könnte die beiden Innenverteidiger nehmen, geht aber nicht. Beide Flügel, beide Außenverteidiger. Weißt du, ich glaube, du hast gedacht, ich gehe wieder mit so einem Pärchen, so RF und LF oder RV und LV oder die beiden Innenverteidiger oder so. Deswegen machen wir es ganz klassisch. Wir nehmen einmal den mittleren ZM. Und aber den rechten ZM. Okay. Okay. Als du gesagt hast, du nimmst die Außen nicht. Außen war Blanc, Messias, Eusebio und Neymar. Okay. Mittlere ZM, Abede Pelé und den Kabore hast du getroffen. Okay. Ja, mach ich mal einen SBC direkt. So, Jungs, also wir geben den Abede Pelé und Kabore ab. Ja. So, gehen wir ab. GG, Bro. GG, es hat Bock gemacht. So, Jungs, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert ruhig. Unter anderem checkt die Folge bei Furke aus und wir sind dann raus. Ciao, ciao.